Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 News Video. In diesem Video zeige ich euch die 14 Geräte vom kommenden Horsepack, das am 25.07. erscheint. Und was es mit dem Horsepack auf sich hat, erkläre ich euch auch noch am Ende des Videos für all diejenigen, die das noch nicht so genau wissen. Also, hier haben wir den Kultro 9C. Das ist ein Mulcher. Der braucht 240 PS und er hat 8,9 Meter Arbeitsbreite. Dann haben wir den Kultro 12TC. Auch ein Mulcher, der braucht 270 PS, also der Traktor, mit dem man das betreibt, der muss 270 PS oder mehr haben und der hat 12,2 Meter Arbeitsbreite. Dann haben wir hier den Feiner 6 SL, das ist ein kleiner Grubber, mittelklein. Der braucht 220 PS und hat 6 Meter Arbeitsbreite. Dann haben wir hier den Tiger 8 MT. Der sieht schon viel dramatischer aus, ist es aber gar nicht unbedingt. Auch ein Grubber und der braucht aber 440 PS, also einen richtig ordentlichen Traktor. Und er hat 7,5 Meter Arbeitsbreite. Nur 1,5 Meter Arbeitsbreite mehr. Für uns im Spiel ist das nicht viel, aber man sieht, dass es einfach ein viel intensiveres Gerät ist, also viel größer. Der macht viel mehr. In echt hat der bestimmt einen ziemlich großen Unterschied zu dem anderen, den wir eben gesehen haben. Dann haben wir hier den Joker 8RT, das ist eine Scheibenegge. Scheibenegge ist im LS von der Funktion her ganz ähnlich wie der Grubber. Das Ergebnis ist praktisch das gleiche, nur die Textur sieht etwas anders aus. Und im echten Leben ist es aber schon eine andere Art von Maschine. Da braucht man 330 PS, die Arbeitsbreite ist 8,3 Meter und dann steht dabei, dass die 400 Liter umfasst. Da wir noch nicht so die ausführliche Info dafür haben, kann ich jetzt nicht genau sagen, wofür das gut ist. Ich nehme mal an, da kann man vielleicht irgendeine Zwischenfrucht mitsehen oder irgendwie sowas in der Art. Werden wir noch erfahren. Dann gibt es hier den Partner 1600 FT. Der gehört in den Bereich Seetechnik und hat 1600 Liter Fassungsvermögen. Aber wenn man sich das anguckt, sieht man schon, eine Seemaschine ist das nicht. Es ist einfach nur ein Tank. Es ist sozusagen ein Ergänzungstank für Seemaschinen und man kann da entweder Saatgut oder Dünger reinpacken. Und hier haben wir eine Seemaschine, die Taro 6 SL. Und die braucht 200 PS und hat 6 Meter Arbeitsbreite. Und die hat jetzt überhaupt kein Fassungsvermögen. Daher nehme ich an, dass man die zusammen hier mit dem Partner braucht. Weil da kann man dann das Saatgut reinpacken und kann dann mit dieser Maschine sehen. Und hier haben wir die Pronto 3DC, auch eine Seemaschine. Und zwar eine Direktsaat-Seemaschine. Man muss mit der also nicht vorher grubbern. Und die braucht 150 PS, hat 3 Meter Arbeitsbreite und hat ein Fassungsvermögen von 2800 bis 4000 Liter. Man sieht es auch an dem relativ großen Tank, da passt schon eine ganze Menge rein. Und ich denke mal, für mich wird es wahrscheinlich das Highlight dieses Packs sein, denn im Basisspiel vom LS22 fangen die Direktsaat-Seemaschinen bei über 100.000 Euro an und brauchen 200 PS, also man braucht auch einen ordentlichen Traktor. Und dann hat die aber auch schon 600, 6 Meter Arbeitsbreite.
Aber ich hätte eigentlich gerne im Spiel noch eine kleinere Direktsaatsämaschine. Hatten wir im LS19. Das hier ist eine kleinere Direktsaatsämaschine. Soviel ich weiß, wird die auch deutlich unter 100.000 kosten. Auf die freue ich mich ganz besonders. Dann haben wir die Pronto 6DC. Auch eine Direktsaatsämaschine. Braucht 200 PS. Hat 6 Meter Arbeitsbreite, Fassungsvermögen von 4.000 bis 5.400 Liter. Das ist so ungefähr die Größenordnung wie die Direktsaatsämaschinen, die wir schon im LS22 haben, aber halt von der Firma Horsch. Dann gibt es noch die Avatar 12.25 SD, auch eine Direktsaatsämaschine. 300 PS braucht man, hat 12 Meter Arbeitsbreite. Das ist schon sehr schick. Und das Fassungsvermögen ist 6.800 bis 7.200 Liter. Also mit der kann man dann auch schon mal ein größeres Feld bestellen. Und hier haben wir die Maestro 9.75 RX. Das ist eine Einzelkornsämaschine. Und die braucht 170 PS, hat 6 Meter Arbeitsbreite und umfasst 630 Liter. Also für das Saatgut, was man da reinpackt. Dann haben wir noch eine Maestro, die sieht schon gleich völlig anders aus. Die Maestro 24.50 SV. Und die braucht 350 PS, hat 12 Meter Arbeitsbreite. Und ein Tank mit 9.000 Liter. Also das ist schon ein ganz ordentliches Kaliber, wenn man beispielsweise Mais ansehen will oder so. Und das hier ist die Kura 24 ST, ein Striegel gegen Unkraut. Man braucht 200 PS und die Arbeitsbreite ist stolze 24,5 Meter. Und das hier ist der Transformer 12VF. Das ist auch ein Striegel, auch gegen Unkraut. Da braucht man 250 PS und hat 12 Meter Arbeitsbreite. Und das war's dann auch schon. Ja, das Horsch-Pack. Es ist für viele immer noch unklar, dass dieses Horsch-Pack ganz andere Maschinen umfasst als das Horsch-Pack aus dem 17er und der Horsch-Mod, also der Nachbau von dem 17er Horsch-Pack aus dem LS19. Es heißt auch Horsch, Aggrovation, wie die alten Packs, aber dies hier sind ganz, ganz neue Maschinen. Es ist also ein ganz neues Pack und darum ist es auch gerechtfertigt, daraus ein bezahltes DLC zu machen, was Teil vom Season Pass ist oder auch einzeln bestellt werden kann. Hier haben wir also diese 14 Maschinen drin und Horsch ist ein ziemlich großer deutscher Maschinenhersteller, der sich vor allem um bodenschonende Feldbearbeitung kümmert, darum auch die vielen Einzelkornsämaschinen. Und die haben unter anderem in der Tschechischen Republik eine Test- und Schulungsfarm. Und diese Farm wurde nachgebaut als Map. Und die Horsch Aggrovation Map, die gab es auch schon im 17er als Wettbewerb und im 19er als Nachbau von Vertex Design. Und jetzt für den 22er ist die ganz neu gebaut worden, und zwar von Oxygen David. Ist also eine ganz neue Map, auch wenn der Grundriss im Wesentlichen gleich geblieben ist, weil es ist ein Bau einer echten Farm und die hat sich natürlich nicht so stark verändert in den Jahren. Die ist im Wesentlichen gleich geblieben und darum sieht die Karte auch halbwegs ähnlich aus, ist aber von einem anderen Modder ganz neu gebaut worden für den LS22. Jo, und habe ich schon erwähnt, ist Teil vom zweiten Season Pass oder man kann es auch einzeln bestellen. Wenn man es jetzt vor dem Release am 25.07. bestellt, kriegt man 1 € Rabatt. Und unterm Video in der Infobox verlinke ich euch das zum Bestellen mit meinem Partnerlink.
Und wenn ihr das sowieso haben wollt und das mit meinem Partnerlink bestellt, macht ihr mir eine Riesenfreude. Okay. Jo, was ihr mir noch schreiben könntet. Ich habe überlegt, ob ich zu der Firma Horsch nochmal ein Video mache. So eine Art Firmenporträt, damit man sich das besser vorstellen kann, was es mit der Firma Horsch so auf sich hat. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde, so ein Video. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.